Das ist Zwickau. Das kleine Städtchen in Sachsen ist Heimat von rund 95.000 Einwohnern. Und hier wird schon lange Automobilgeschichte geschrieben. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, und ich darf Sie begrüßen hier in Zwickau. Und die ehemaligen DDR-Bürger werden das Städtchen natürlich kennen, denn hier wurde der berühmte Trabi gebaut. Volkswagen ist ja schon seit langem hier ansässig, baut Verbrenner und jetzt auch elektrisch angetriebene Autos, zum Beispiel den ID.3. Den gibt es hinter mir zu sehen, da läuft gerade die Hochzeit. Und das hier ist die Plattform des ID.3. Vorne gibt es einige elektronische und elektrische Bauteile. Das hier, was man hier in Aluminium sieht, das ist der Akku oder auch die Batterie. Und da gibt es drei Versionen. Die stärkste hat 550 Kilowatt. Es gibt auf der Hinterachse einen Motor. Das Auto hat also einen Heckantrieb. Und mit den rund 200 PS, die dieser Motor erzeugt, wird das Auto auf der Autobahn um die 180 Kilometer pro Stunde schnell sein. Noch sind die Produktionshallen leer oder fast leer. Aber das wird sich ändern, denn die Produktion des Volkswagen ID.3 muss zügig anlaufen. Denn 2020 kommt der Stromer auf den Markt. Die Produktion ist fast vollautomatisch und Roboter erledigen die meisten Jobs. Hier zum Beispiel das Zusammenbauen und Verschweißen der Bodengruppe. Sie arbeiten auf dem Punkt genau. Die meisten von Ihnen kennen das natürlich. Die Automobilindustrie arbeitet vollautomatisch, was da heißt. Es sind Roboter im Einsatz, wie gerade gesehen. Warum nimmt man diese Dinger? Naja, die sind 24 Stunden am Tag im Einsatz, gehen nicht in Urlaub und werden meistens auch nicht krank. Und sie haben auch den Vorteil, sie sind immer präzise am Arbeiten. Trotzdem wird natürlich Personal benötigt, um die seelenlosen Arbeiter zu überwachen. Doch um kostengünstig den ID.3 zu produzieren, geht das nur so. Hier findet gerade die Hochzeit statt, das Zusammenführen von Karosserie und Antriebseinheit. Ich bin jetzt hier im Karosseriebau und ich habe ja gesehen, diese Roboter arbeiten richtig genau. Herr Volker Bauer, Sie sind ja verantwortlich auch für diesen Bereich. So ein Roboter ist ja erheblich genauer als ein Mensch. Das muss aber auch so sein, oder? Ja, die Wiederholgenauigkeit durch einen Menschen ist nicht gegeben. Also die Teile müssen ja immer hundertprozentig gleich gefügt werden, zusammengeschweißt werden, damit am Ende auch die Geometrie der Karosserie stimmt und auch die Festigkeit am Ende erreicht wird, die notwendig ist, damit man die Autos auch verkaufen kann. Ja, das heißt also, so ein Auto muss ja steif sein, die Karosserie darf sich ja nicht bewegen und das wird durch dieses Schweißverfahren gewährleistet? Das wird dadurch gewährleistet. Die Passungen werden durch die Vorrichtungen hier 100% hergestellt und damit ist dann auch die Gewährleistung, dass die Karossen fest sind. Beim Automobilbau ist die Kontrolle natürlich ganz wichtig und Sie kennen das als Autokäufer. Sie möchten ein Auto haben, wo die Spaltmaße stimmen, nicht unterschiedlich sind. Hier wird das Ganze kontrolliert und diese Roboter sind wichtig, denn da sind Kameras angebracht, die kontrollieren an Türen und Hauben die Spaltmaße. Dann wird ein Protokoll für jedes Auto geschrieben und der Mitarbeiter kann dann eventuelle Unterschiede bei den Spaltmaßen korrigieren. Volkswagen will rund 1,3 Milliarden Euro in den nächsten Jahren investieren. Geld, das sicher gut angelegt sein will. Wir sind sicher, dass diese Anlage gut ist, weil wir folgen unserem Commitment als Konzern, nämlich dass wir die Pariser Klimaschutzziele einhalten. Und dafür ist genau dieser Wandel Richtung E-Mobilität unerlässlich. Der ID.3 ist das erste Auto der neuen VW-Baukastenarchitektur MEB, also dem modularen Elektrobaukasten. Damit will Volkswagen die neue E-Mobilität gestalten. Bis 2028 sollen 70 neue E-Modelle auf den Markt kommen. Wir sind sicher, dass das realistisch ist. Wir haben zuerst die Planungen gemacht und waren zugegebenermaßen noch etwas unsicher. Aber wir haben dann mit den Märkten gesprochen, ihnen die Fahrzeuge gezeigt. Und als die Märkte die Fahrzeuge gesehen haben und wir analysiert haben, wo die heutigen Nichtkaufgründe sind, sind wir sicher, dass wir diesen Part, diesen Pfad erreichen können. Aber es gehört auch ein Umfeld dazu. Das ist die unumstrittene Maßgabe. In der Ladeinfrastruktur insbesondere wird noch einiges passieren müssen. Die mittlere Batterie soll eine Reichweite von rund 420 Kilometer garantieren. Das wäre doch schon was.
So, jetzt bin ich hier an einem der letzten Kontrollpunkte, eine sogenannte Berieselungsanlage. Das Berieseln findet statt hier hinten und das dauert ungefähr 6 Minuten. Da gibt es reichlich Wasser auf das Auto, um Undichtigkeiten feststellen zu können. Danach gibt es nochmal eine Kontrolle und dann geht das Auto letztendlich in die Endabnahme. Bis 2022 sollen 27 neue VW E-Modelle an den Start gehen. Hier in Zwickau ist der ID.3 schon jetzt der Liebling der VW-Beschäftigten, die gerade die Dichtigkeit des Autos überprüfen. Aber so ein E-Auto hat weniger Motor- und Getriebekomponenten, das heißt, einige Jobs werden wohl nicht mehr benötigt. Eine sozial verträgliche Belegschaftsveränderung wird dann nötig. Die deutsche Automobilindustrie ist natürlich in einem tiefgreifenden strukturellen Wandel. Das heißt, da, wo nachweislicherweise ja auch Arbeitsinhalte verloren gehen bei Elektrofahrzeugen, stellen wir als Unternehmen, als Volkswagen, uns dieser Situation und werden, wenn es überhaupt irgendwo notwendig wird, dann eine Belegschaftsanpassung nur im Rahmen sozialverträglicher Maßnahmen und der demografischen Kurve machen. Das ehrgeizige Projekt ID.3 wird mit Touchscreen und Head-Up-Display an den Start gehen. Das Auto hat eine Länge von 4,25 Meter, aber einen anderen Radstand als ein Golf und bietet somit viel Platz im Innenraum. Und Verbrenner sollen weiterhin gebaut werden. Das ist selbstverständlich so, weil wir begeben uns mit dem, was wir tun als Volkswagen, trotz unseres extrem hohen Engagements für E-Mobilität hier praktisch auf einen ersten Schritt, auf einen langen Weg bis hin zur Umsetzung der Klimaziele aus Paris. Das, was Sie hinter mir sehen, liebe Zuschauer, das weiße Gebäude, ist das bisherige Presswerk. Das wird jetzt um die Breite der Baustelle, die Sie hinter mir sehen, erweitert. Das Ganze kostet so um die 70 bis 75 Millionen Euro. Warum macht man das? Man will natürlich die Kapazität der E-Autos, also die Tagesproduktion, ein bisschen erhöhen und man wird auch unabhängiger. Zum Schluss muss ich sagen, das Ganze ist schon ein interessantes Thema, wenn es um den ID.3 geht von Volkswagen. Man hat sich eine ganze Menge vorgenommen. Bis zum Jahr 2028 sollen 70 neue E-Modelle an den Start gehen. Bis dahin wird man rund 22 Millionen Elektroautos versuchen, an den Mann oder die Frau zu bringen. Rund 30 Milliarden Euro stehen zur Verfügung als Investment für die nächsten 4-5 Jahre. Also man hat sich eine ganze Menge vorgenommen. Ob die E-Mobilität die Zukunft ist, das wird die Zukunft zeigen. Ich werde sie mir genau anschauen. Tschüss.